大家好，我是 Toby。 很多人觉得壁炉就是拍电影用的，外国人家里不会用壁炉，这是不是真的？这是我爸爸家，这个壁炉是他30多年前做的，现在还在用。Den habe ich 1989 sowas gebaut. Da war das Haus noch im Rohbau. Und hier kommt die warme Luft raus. Kann man zumachen, dann speichert er. Der ist ganz aus Schamott. Das ist der vordere Teil. Hier sitzen wir viel. Das ist mehr zum Angucken. Hier gehen 40 cm, 50 cm lange Holzscheite rein. Er heizt hier rüber in Heizzüge. Der heiße Rauch kommt hier rauf, geht hier runter. Dann geht er rauf in den Kamin und er heizt auch noch das obere Stockwerk. Hier kann man zum Beispiel auch Pizza backen, Brot backen, Kuchen backen. Wir trocknen hier Brezeln. Ein ganz toller Snack ist das. 我们在这里做过叫花鸡，你们还记得吗？ Und ganz früher haben unsere Kinder, wenn sie gefroren haben, wenn sie Schlittenfahren waren,sind sie gekommen und dann sind sie hier hochgeklettert und haben sich hier oben raufgelegt. Aber ihr habt auch eine Gasheizung, oder? Draußen hat es geschneit und man sitzt hier drin, schaut raus oder hier aufs Feuer. Das ist wie wenn du in der Sonne liegst. Es ist was unheimlich Schönes. 你们也可以跟我分享一下，你们在家里也有壁炉，现在还用不用？喜欢大家给我留言。Ja, das brauchen wir alles. Kettensägen, ja, wenn einer aussetzt oder wenn mal ein dickerer Baumstamm ist. Wenn hier die Kettensäge reinschneidet, dann stoppt sie, weil hier innen drin sind ganz feine Fasern. Da habe ich schon mal reingesägt. Normalerweise wäre da mein Bein wahrscheinlich halb durchgetrennt gewesen. Wie oft machst du im Jahr Holz? 7 oder 8 solche Fuhren reichen für ein Jahr.Das letzte Mal, wir haben es fast nicht gefunden, weil es zugewachsen ist schon. So, das ist das Zeichen 004-131 und das ist Eiche und das ist Polder 65. 先扫扫一下。Was ist das? Deutsche Eiche. Es sind immer welche dabei, die so dick sind. Letztens habe ich welche gehabt mit 1,10 Meter. Ja, das ist jetzt praktisch wie in Ödisheim der Erlebnisfahrt. Genau. Oh, da kommen ja nochmal zwei. Ne? Sind die der Größe nach gestaffelt? Ja, ja, das ist ja Das ist es nochmal, der würde hier bleiben. Das ist der Mann, die Verstärkung, nach der wir geschickt haben. Wo lei kann? 哎呀，我爸真的我受不了了，每次给我最小的，怎么可以？我要最大的。Den Knochenbrecher oder den American Tomahawk? Tomahawk. Nicht genau mittig, sondern entweder hier oder da. Bang, bang, da oder da.
Gambe. Gambe. Warum gibst du dir den ganzen Stress eigentlich? Warum kaufst du nicht schon fertiges Holz? Weil das einfach ein Erlebnis ist. Kachelofen ist ein Erlebnis. Und jetzt guck mal einfach hier oben rein in die Wipfel. Dann siehst du hier die großen Bäume. Guck dir diese Natur an, das Grün, das Blau. Das hast du nur, wenn du im Wald arbeitest. Sonst fährst du dran vorbei. Hier atmest du. Diese hier war mal so eine Eiche. Es ist toll, sowas zu sehen. Niemand stellt sich das vor, wenn er das einen Schrank hat aus Eiche. Das hier ist Eiche. Die riecht sauer, säuerlich. Guck mal, riech mal. Die riecht wie saubere Wäsche, wie... Riecht nach Sauberkeit. Ja. Und deswegen bin ich gern hier. Ich lade dich ein, immer wieder mitzumachen. Bist du fertig? Bist du bereit? Ich bin bereit. Tomahawk gegen Rote Adler. 3, 2, 1. Verloren! Stopp! Wollen Sie mal durchschlagen? Wow! Ja! Ja, das ist ein Damenmarkt, genau. Und... Wow!人们必须很努力地工作，为了冬天有个暖和的家。现在我们只要打开暖气就可以。这个时候，我发现自然对人们多重要，我们都要保护好它。 Fertig für heute. Ganz schön viel Arbeit. Zum Glück. Darf das eigentlich jeder machen? So, das ist so wie ein Führerschein zum Kettensägen. Wer den hat, darf im Wald Bäume fällen, darf Bäume sägen. Vor allen Dingen solche, die hier am Rand liegen. Naja, 砍了一个下午. Jetzt hau leer. Die Mechanik hat nicht. 砍了多. Ist, können wir ein Jahr lang heizen. Sind sehr anschauen, 10 Uhr. Also das Holz, was draußen liegt, hat mich 180 Euro gekostet. Das sind 3 Fuhren. Und wenn ich das kommen lassen würde, müsste ich bestimmt den dreifachen Preis zahlen. Für ein Jahr brauche ich etwa 8 Fuhren. Bist du nicht langsam zu alt dafür, das Holz im Wald zu hacken? Willst du nicht fertig kaufen? Quatsch. Was heißt zu alt? Es hat doch Spaß gemacht. Findest du nicht auch? Ja, schon. Man muss das Leben genießen. Und wir haben es heute genossen. Das war gut. Wenn ihr喜欢在森林里砍木头吗？你们下面给我留言。如果你们喜欢这个视频，你们给我爸点个赞、转发。谢谢你们，爱你们啦，拜拜。